Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf dem Kanal. Wir reden heute über die Herbst- und Wintertrends 2024-25. Und wir machen einen kleinen Mini-Haul. Das Teil, was ich anhabe, ist auch schon aus dem Haul. Wow. Leute, wir müssen ganz kurz darüber reden, dass ich ein bisschen dumm bin. Ich habe meine komplette Kamera eingepackt, wo ich jetzt hier, weil ich bin ein paar Tage bei meiner Family. Den Hintergrund kennen bestimmt viele noch. Das ist mein alter Video-Hintergrund, wo ich noch bei meiner Family gewohnt habe. Aber ich habe meine Kamera alles mitgenommen. Ladekabel für Kamera mitgenommen. Was ich nie mitgenommen habe, ist meine Speicherkarte und mein Adapter. Das macht es für mich unmöglich, das Video mit der Kamera zu drehen. Weil keine Ahnung, wie ich das Video sonst dann da drauf bekommen soll und schneiden soll. Außerdem habe ich keine Speicherkarte, was auch Premium ist. Da hätte ich mir von meinem Dad noch irgendwie eine schnurren können. Aber die Adapter-Situation macht es sehr kompliziert. Deswegen drehe ich das Video jetzt mit meinem Handy. Ich hoffe einfach, es ist okay von der Qualität. Und ich hoffe, es ist vom Ton auch okay. Aber wir fangen direkt mal an. Und ich rede ein bisschen über die Herbst-Wintertrends, was ich jetzt so gesehen habe, was ich davon halte, was ich auch nicht davon halte, weil einiges da halte ich nicht von viel. Also was natürlich Herbst-Winter, eher Herbst-Trend Nummer 1 ist, ist so Rock mit Stiefeln, gern, also viele auch Cowboy-Boots. Ich muss sagen, ich werde nicht so ganz warm mit den Cowboy-Boots. Ich bin nicht so der Cowboy-Boot-Fan, aber ich liebe auch Stiefel. Ich habe mir jetzt auch wieder neue bestellt. Stiefel und Rock-Kombi, das sieht einfach immer elegant aus. Gerade auch jetzt, wo es so geile Strumpfhosen gibt, die aussehen, als wären die diese dünnen, aber sind eigentlich richtig dick und warm. Liebe ich das mit einem Pulli. Sieht immer cool aus, sieht immer stylisch aus und ist irgendwie auch nicht so langweilig wie einfach nur eine Jeans und Pulli, sondern ist dann irgendwie auch ein bisschen cute. Und ich finde es auch geil, wenn man die Stiefel und den Pulli dann oder so matchen. Oder was ich auch gerne jetzt immer gemacht habe, ist, dass ich mir Stulpen unter meine schwarzen Stiefel gezogen habe, die dann so grau rausgeguckt haben, die dann meinen Pulli oder mein T-Shirt oder whatever gematcht haben. Ich finde es immer geil, wenn man so ein paar, nicht zu viel, man darf nicht übertreiben, aber wenn man so ein bisschen was im Outfit so widerspiegelt, zum Beispiel, was man bei den Schuhen hat, was man in der Tasche wieder hat oder in, keine Ahnung, was man im Haar hat oder was man irgendwie so im Pullover. Also man darf natürlich nicht übertreiben. Ich finde, Hailey Bieber ist die Queen, die das hinkriegt, Outfits zu machen, die schick sind, wo sich auch Farben wiederfinden, aber was nicht zu übertrieben ist. Weil manchmal sieht man es auch und ist so, okay, ja, deine Tasche ist rot, deine Stiefel sind rot, dein Handschuh ist rot, deine Pulli ist rot. Alles gut. Ich finde es ganz geil, wenn man das mal ab und zu in so kleinen Details wieder darstellt. Bin ich ein großer Fan von. Ich finde, das ist auch zeitlos. Mag ich. Cowboy Boots, weiß ich nicht, kann cool sein, kann aber auch blöd sein, kommt halt immer drauf an, wie man es kombiniert. Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber ist ein süßer Trend. Dann natürlich kurzgeschnittene Trenchcoats. Das habe ich dieses Jahr schon ganz, ganz, ganz viel gesehen. Das war letztes Jahr schon so ein bisschen, aber noch nicht so sehr. Ich habe selber auch einen. Ich finde es richtig cool. Ich finde es richtig schick. Vor allem zu einer Jeans oder so finde ich es cool. Bei einem Rock würde ich vielleicht lieber einen langen, so einen Original Trenchcoat wegen generell Trenchcoats in dieses Jahr wieder, habe ich das Gefühl, voll das Comeback. Es waren so die letzten Jahre, waren mehr so diese Pufferjacken, aber jetzt sind irgendwie Trenchcoats wieder mehr da und vor allem eben auch kurze Trenchcoats. Finde ich sehr schick, finde ich cool. Kann man auch geil, wie bei dem Foto hier, zu einer Jeans kombinieren. Generell, was auch ein Ding gerade ist, in Jeans und Heels, also so Oversize Jeans und dann so ein paar süße Heels dazu. Finde ich cool, finde ich schick. Finde ich auch stylisch. Ja, hier ist es immer ein bisschen unbequem, aber finde ich cool. Oft durch eure Jacken für den Winter im Frühjahr, wenn die im Sale sind. Habe ich auch gemacht. Ich habe mir letztes Jahr zwischen den Trenchcoat, der eigentlich, ich glaube, 60 oder 70 hat er gekostet. Und der war runter reduziert auf 10. Und den habe ich mir geholt. Und ich liebe den. Und er fragt ständig, woher der ist. Und ich bin immer so, sorry, ich kann es euch nicht sagen, weil den gibt es nicht mehr. Dann die absolute Trendfarbe ist dieses Dunkelwein-Bordeaux-Rot. Das kann man natürlich überall geil widerspiegeln. Ob das ein Pulli ist, ob das eine Tasche ist, ob das in Mänteln ist, ob es nur in Nägeln ist. Ich finde die Farbe sehr geil. Ich finde diese Farbe sehr edel. Ich hatte letztes Jahr auch mir im Herbst die Nägel so gemacht. Hatte jetzt bis vor kurzem auch noch so. Habe sie jetzt wegen dem Shooting, habe ich sie jetzt komplett clean abgemacht. Aber ich glaube, ich werde sie mir diesen Herbst auch nochmal so machen, weil ich finde es einfach... Ich finde es edel, ich finde es schön, ich finde, das ist eine super tolle Farbe. Klar, auch hier, finde ich, darf man sich übertreiben. Wenn dann alles in der Farbe ist, ein komplettes Outfit, ich finde es dann nicht mehr so nice. Ich finde es cool, wenn man so Akzente sitzt. Ob das mit Schuhen ist, mit einer Tasche, mit einem Schal, mal mit einem Rock, mal mit einem Pulli oder eben auch mit einem Mantel. Dass man zum Beispiel ein ganz basic Outfit oder nochmal mit so einem geilen bordeaux-roten Mantel. Oder halt, man hat ein basic Outfit und hat zum Beispiel nur die Nägel bordeaux-rot und dann die Lippen vielleicht auch dunkelrot oder so. Das finde ich auch ganz geil. Zweite Trendfarbe, die ich ganz, ganz, ganz viel gesehen habe, die ich auch echt cool finde, ist so ein dunkles Grün. Habe ich in Mänteln gesehen. Finde ich sehr edel. Ich finde, das Rot ist für mich ein bisschen mehr Herbst, aber ich finde das Grün auch nice. Also ich finde, das Grün kann auf jeden Fall auch was bringen. Muss man natürlich auch wieder gucken, wie man es kombiniert und so. Aber in so Mänteln oder auch in Taschen
finde ich das eben richtig cool und auch richtig cool gemacht. Und was auch gerade richtig im Kommen ist, oder wie ich wieder sehr viel sehe, und ich habe jetzt auch einen Trenchcoat gekauft in der Farbe, ist so dunkelblau. Ich glaube, das wird auch mehr zum Winter hin dann, wird dieses dunkelblau, glaube ich, immer mehr kommen, weil das ist jetzt gerade schon so, ich sehe sehr viel dunkelblau auf meiner Pinterest-Seite. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben zum Winter hin dann nochmal ein bisschen effektiver wird, weil blau ist ja so die Winterfarbe. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses dunkelblau dann eben nochmal mehr so den Hype bekommt. Dann, was ich auch richtig nice finde, ich war jetzt auf einem Event, da hatte ich das auch an, sind lange Röcke. Ich war sehr lange ein Hater von langen Röcken und war so, yo, ich bin noch keine Granny, aber lange Röcke können sehr edel sein. Ich habe zum Beispiel hier bei dem Event so kombiniert. Das war so einer, der wäre so wie so ein Pulli-Stoff und das finde ich richtig süß, wenn man das dann zum Beispiel mit irgendwie, ich will die Marke nicht nennen, weil das ist eine andere, was mit der Marke ist, aber so eine Ack-Alternative oder so kombiniert, finde ich, das sieht richtig cool aus. Ich weiß, davon sind auch nicht alle Fans. Ich finde es süß. Ich finde, es kommt natürlich immer drauf an, wie man es kombiniert, aber so in der Kombination finde ich das zum Beispiel sehr cool. Generell lange Röcke, ob das schwarz ist, also was ich jetzt auch mal gemacht habe, viele von uns haben bestimmt dieses, es gab doch dieses Skims-Kleid und viele von uns haben bestimmt das oder so ein Tube irgendwie im Schrank. Ich habe einfach mir mein Skims-Kleid mal angezogen und dann einen Pulli drüber gezogen, dann war das quasi auch wie so ein langer schwarzer Rock und ich finde, das sieht einfach edel aus. Ich war wirklich lange Hater, aber ich finde es mittlerweile echt cool. Mit so einem lockeren Pulli drüber oder einem Jäckchen drüber. Und dann finde ich es ganz geil. Vor allem, weil ja auch gerade so diese flachen Heels, die von der Spitze so ein Trend sind, finde ich auch cool dazu. Oder eben man trägt einen schönen Stiefel dazu oder man trägt so Ack-Alternative oder sowas dazu. Was auch immer noch, der Trend hält sich an. Ich dachte nicht, ehrlich gesagt, dass er so lange hält. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen Hater davon, ist dieser Glamore, blonde Glamore. Nein, aber ist der Leoprint und ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, ich finde, der gibt mir gar nichts. Also der gibt mir wirklich überhaupt nichts. Das ist natürlich nur ein persönliches Ding. Anscheinend hat er irgendwas, weil super viel sehe ich diesen Leoprint, ob das in Hosen, ob das in Röcken, ob das in Pullis, ob das wo ist. Und irgendwo check ich's, aber irgendwo check ich's auch gar nicht. Ich bin halt einfach kein Fan davon. Es kommt auch drauf an, zu welchem Style, sage ich ehrlich. Weil ich finde, zu meinem Style passt es einfach nicht. Dann sehe ich aber manchmal Girls, die das so kombinieren, wo ich so bin, so, ah, da sieht es eigentlich ganz cool aus. Wäre jetzt auch nicht so das Outfit, was ich unbedingt tragen würde, aber es passt. Es sieht stimmig aus, es sieht cool aus. Kann man machen. Der Trend hält sich, glaube ich, immer noch ein bisschen an. Ich sehe es auf jeden Fall sehr noch viel noch und sehr viele neue Kollektionen und sowas, die rausgekommen sind, haben den auch noch weiterhin so aufgegriffen. Ich frage mich nur, ob das so ein Ding wird wie, wisst ihr noch 2020, wo wir alle mit Kumus da rumgerannt sind? Und ja, ich war auch ein Opfer davon. Hier kurz ein Bild. Fatal. Ob das mit Leoprint auch so ein Ding wird, dass wir uns irgendwann so denken, so, was war denn das eigentlich? Ich glaube nämlich schon. No hate. Wir werden sehen. Vielleicht bin ich auch gerade hier die unstylischste der Welt, was Frisuren angeht, weil ich finde Frisuren, ich habe das eben zu Style gezählt, weil ich finde, die können super viel machen. Es geht langsam weg von den Sleek-Zöpfen, auch wenn ich sagen muss, ich liebe die Sleek-Zöpfe, aber es geht mehr wieder zu diesen Messy-Frisuren, also nicht messy, aber so ein bisschen so die lockereren Frisuren. Was jetzt auch wieder mehr ist, ist es so geflochten, ein Zopf hinten geflochten, locker gesteckt irgendwie. Ich habe halt auch einen Durchschnittsdeckel. Ich weiß nicht, ob man gesehen hat. Aber auf jeden Fall, ich glaube, da geht es so ein bisschen zurück. Auch mit Klammern, Halbfrisuren, so Schleifen, Haarschmuck. Was ich auch jetzt so im Herbst und so wieder mehr gesehen habe, sind natürlich Haarreifen. Ich glaube, das ist aber auch sehr ein bisschen beeinflusst davon, dass diese Gossip Girl 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 Era gerade wieder so ein bisschen ist, weil es immer so im Herbst ein bisschen wieder hochkommt und da halt sehr viel mit so Schleifen, Haarbändern, Frisuren und so gearbeitet wird, um das irgendwie stylisch zu machen. Aber ich habe auch gesehen, also so Zöpfe generell, alles ein bisschen lockerer. Ich glaube, wir gehen langsam wieder weg von dem Sleek-Zopf-Trend. Ich will eigentlich nicht. Aber ich check es. Ich habe jetzt auch schon öfter mir so einen lockeren Zopf geflochten und sowas. Ich check auf jeden Fall die Wishen. Und dann natürlich Strick, also Strickpullover und sowas ist natürlich immer im Herbst und Winter einfach voll schön. Grob gestrickt, voll schön gestrickt, hell-weiß-Töne. Aber auch Bordeaux-Töne, also sowas kommt natürlich immer wieder. Ich habe mir jetzt auch hier so eine Jacke bestellt, das ist so eine Strickjacke. Ich habe nichts drunter, deswegen kann ich die nicht aufmachen. Aber, also nur soweit. Aber die finde ich richtig schön und ich zeige euch jetzt, was ich mir noch zugestellt habe. Denn ich habe ja gesagt, es kommt auch ein kleiner Mini-Haul. Also wie ich euch ja schon gesagt habe, Röcke einfach must have. Und ich habe jetzt hier wieder so einen Rock bestellt, der hat so einen, ich blende euch die Sachen hier ein, wie die angezogen aussehen. Der hat so einen Gürtel auch noch dran und den kann man einfach immer richtig nice kombinieren. Ich habe mir jetzt auch wieder einen Rock, so einen dunkelblauen bei Hollister geholt zum Beispiel. Und der ist jetzt hier von Zyder. Aber ich finde es richtig geil, dass die mittlerweile so Hosen drunter nehmen. Die bei Hollister haben auch alle Hosen drunter. Also ist richtig, richtig geil. Kann ich euch empfehlen, weil das ist einfach viel entspannter zu tragen. Man muss sich keine Sorgen machen und so. Gerade wenn die Röcke auch ein bisschen kürzer sind. Ich muss sagen, ich bin, wenn kurze Röcke, bin ich schon Fan von kurzen Röcken.
Aber dann ist es immer ganz geil, wenn eine Hose drunter ist, weil dann ist man ein bisschen mehr so safe. Dann habe ich hier so Basic Tops bestellt. Das ist einmal so eins, das hat ein bisschen einen weiteren Ausschnitt, so ein bisschen gebunden. So ein bisschen Pilates-Girly, Ballett-Girly angelegt, so Softgirl-mäßig. Dann Basic graues Top, einfach so ein bisschen Skinstube-mäßig. Dann habe ich mir eine Anzugshose noch in dunkelgrau bestellt. Ich finde die von Zara richtig geil. Ich habe die auch schon in schwarz und ich bin richtig Fan, weil die sind richtig gut geschnitten und trotzdem schön locker. Sieht halt einfach immer schick aus. Also gerade wenn man jetzt nicht jeden Tag Jeans, Pulli tragen will, finde ich, das ist mal eine Abwechslung. Einfach wenn man so eine Anzugshose macht, ist immer ganz schick. Und dann vielleicht so mit so einem engen Basic Longsleeve oder sowas, finde ich immer ganz nice. Und dann kann man das mit Accessoires irgendwie geil ergänzen. Eine geile Jacke, eine schöne Tasche, irgendwie eine coole Frisur, Schmuck. Schmuck macht dann auch ganz, ganz, ganz viel. Und dann habe ich mir eben noch diesen dunkelblauen Trenchcoat bestellt. Und ich bin richtig doll Fan von denen. Ich finde die Farbe richtig schön. Der ist einfach richtig schön geschnitten. Und Trenchcoat, ich liebe. Das war von dem Haul. Ich habe mir auch noch ganz viel bei Stradivarius bestellt. Übrigens, in Berlin öffnet jetzt endlich finally das erste. Es ist keine bezahlte Werbung oder so, aber das ist so, so, so geil. Und die Outfits kann ich euch natürlich auch noch hier einblenden. Die Teile, also habe ich auch noch mal einen kurzen Rock bestellt, so ein Body bestellt, dann so Stiefel bestellt. Die sind leider alles noch nicht angekommen. Ich wollte es euch eigentlich live zeigen, deswegen, ich weiß auch noch nicht, wie es ist, aber so Stiefel bestellt. Dann das Outfit, was ich bei dem Event an hatte, fand ich auch sehr cute. So einen langen Rock und so Fake Axe und so ein weißes Shirt einfach. Und dann habe ich mir da auch noch einen weißen Trenchcoat bestellt, mit dem ich sehr in Love bin. Der ist ein bisschen dicker als der, also ich denke, der ist mehr so übergangsweise und der ist mehr so für den Winter. Aber den finde ich auch richtig schön und ja, ich bin sehr in Love. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war jetzt nicht das längste Video und es tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich diese scheiß Speicherkarte vergessen habe. Aber ich hoffe, ihr habt euch über das Video gefreut. Ihr könnt mir gerne immer Videowünsche in die Kommentare schreiben. Jede Woche Dienstag kommt hier auf YouTube auch mein Podcast als Videopodcast online. Sonst könnt ihr den auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hören. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Start morgen in die Woche. Und ja, ich hab euch lieb, ich hoffe, ihr habt euch lieb und adios!